Los, Pikachu! Pikachu ist ja immer stärker geworden, Leute. Ha, lol. Ruckzucki. Genau das habe ich mir gewünscht. Donnerblitz. Besiegt. Austoss. Als nächstes. Da sieh mal, Muscha. So wirst du eines Tages aussehen. Los, Pikachu. Da kommt der Eisstrahl. Ein Volltreffer. Donnerblitz. Muschas erreicht Level 26. Nein, jetzt macht das Psychokinese. Das ist die einzige Attacke, die Pikachu besiegen kann. Boah, geil. Hypertrank. Also entweder ist Pikachu jetzt richtig stark geworden oder dieses Lamus ist einfach nur sehr schwach. Aber gut, die sind auch 13 Level Unterschied, Leute. Das heißt, Pikachu wird langsam übermächtig. Pikachu ist gegenüber Lorelei übermächtig. Geil. Komm schon, Pikachu. Volltreffer und dann ist es besiegt und ja, geil. So, Pikachu, und jetzt sagen wir das gleiche nochmal. Du machst einen Volltreffer mit Donnerblitz und das Rosanna ist besiegt. Ja, fast. Nochmal Donnerblitz. Da kommt die Hydropumpe. Donnerblitz. Es hat halt überlebt. Sein Mist. Zocke ich jetzt oder zocke ich jetzt nicht? Wenn ich jetzt Donnerblitz mache, Leute, und mich selbst verletze, wird Pikachu besiegt. Wenn es sich nicht selbst verletzt, hat es gewonnen. Ich zocke. Ha! Gut gemacht, Pikachu. Muschas erreicht Level 27. Pikachu erreicht Level 68. Geil! Lorelei wurde besiegt. Also, das war jetzt noch einfach, Leute. Da geben wir jetzt auch noch einen Supertrank.
Naja, nein, wir geben einen Hypertrank. Aber wir haben nur 6 Hypertränke. Nein, wir geben 2 Supertränke an Pikachu. Und speichern das. Wobei, eigentlich möchte ich für Bruno speichern. Egal, speichere ich für Bruno halt nochmal. Jetzt wird's heftig. Oh Mist, ich habe vergessen, Muschel zu wechseln. Egal. Denn jetzt muss Mushas gegen die Onix kämpfen, Leute. Mushas muss die Onix irgendwie besiegen. Ah, Mushas kommt sogar als erstes dran. Superschal oder gleich Surfer? Wir versuchen es gleich mit Surfer. Wir müssen jetzt herausfinden, wie viel Schaden das... Boah! Schnapper. Wow, ernsthaft jetzt? Super Tank. Okay. Haha, Dracosso, ciao. Dracosso ist das Pokémon, das ich momentan am ehesten entbehren kann. Und es hat überlebt. Knochenkeule. Oh. Na gut, Pikachu. Ruckzucki. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht wechseln. Aber ich gebe Mushas einen... Oh, oh, Mushas hatte schon einen Supertrank. Super Donnerblitz. Dann hätte ich ja doch wechseln können. Dann wechsle ich jetzt aber bei Kikli. Au. Volltreffer. Wow. Ernsthaft jetzt? Nein, ich mache jetzt Donnerblitz. Ich bin zuversichtlich, dass Pikachu trifft. Volltreffer war das, Leute. Denn vorhin hat er nicht so viel Schaden gemacht. Was ist denn das jetzt für ein Blödsinn? Jetzt muss ich einen Belieber hergeben. Schon wieder. Und jetzt macht es nochmal Doppelteam. Das Blöde ist, jedes Mal, wenn Donnerblitz daneben geht, ist das dann wieder... Jetzt machen wir einen Hypertrank. Ist das wieder ein Donnerblitz, der mir später abgeht, Leute?
Kikli verfehlt das Ziel und fällt hin und macht sich fast keinen Schaden. Aber jetzt ist es besiegt. Onix. Los, Muschas, dein zweiter Auftritt jetzt. Das Onix ist aber 3 Level höher. Ich versuche es mal mit einem Superschall. Au. Natürlich, ein Volltreffer. Die Gegner lieben es ja, einen Volltreffer zu machen. Los, soweit. Igelsam. Reflektor. Naja, der kommt leider ein bisschen zu spät, der Reflektor. Oh, geht. Hypnose. So, dann lasse ich jetzt dann einfach Fukano mitkämpfen, oder? Nein, erst möchte ich Obai heilen lassen, also Staccato. Ist aufgewacht. Na toll. Hypnose. Es schläft, das gefällt mir. Oh, er braucht endlich mal eine Pflanzenattacke, Leute. Rasierblatt, Rankenhieb, irgendwie so etwas. Onix ist aufgewacht. Hypnose. Erzbeben. Ich hoffe, das macht nicht allzu viel Schaden bei Owei. Ja, fast gar nichts. Owei scheint der perfekte Gegner für die Onix zu sein. Das ist irgendwie cool, Leute. Das heißt, wir können Bruno jetzt leicht besiegen, indem wir einfach nur Capuzzi durch Owei austauschen. So, Owei hat wieder volles Leben. Onix ist fast besiegt. Kommt wahrscheinlich gleich die Heilung. Ich mache noch, bis Onix wieder wach ist, Leute, dann lasse ich es nochmal einschläfern. Okay, wahrscheinlich habe ich jetzt sogar schon... Ja, ein Staccato. Und ich hatte also wahrscheinlich nur noch einen Lebenspunkt, Leute. So, Machomai. Ich würde es jetzt tatsächlich testen wollen, Leute. Ob ich Machomai auch mit einem Donnerblitz besiegen kann. Donnerblitz. Fast. Es ist paralysiert. Wie geil. Noch, einfach nochmal Donnerblitz, Leute. Jetzt habe ich zwar nur noch 11. Ah, Mann. Ich benutze viel zu oft Donnerblitz. Warum...
Ich wollte so viele AP in den Donnerblitz hauen, Leute, und irgendwann durfte ich nicht mehr. Dafür habe ich jetzt noch relativ... Ich glaube, jeden Donnerwelle und jeden Blitz habe ich noch. So, jetzt erstmal tauschen hier. Und dann die Frage, belebe ich Mushas oder Tagosso wieder? Die Agathe hat 5 Pokémon. 2 Gengar, ein Apollo, ein Arbok und ein Golbat. Golbat ist ein Donnerblitz, weg. Arbok... Weiß ich noch nicht, was ich dagegen mache. Apollo ist mittlerweile vielleicht auch nur noch ein Donnerblitz und weg. Wahrscheinlich eher 2. Probleme sind die anderen beiden Gengar. Ich kann nicht einfach Donnerblitz machen. Vor allem das spätere Gengar. Ich glaube, ich werde bei beiden Gengern einfach dreimal Blitz machen. Und dann werde ich... Oder viermal Blitz. Dafür keine Donnerwelle. Und dann werde ich sie einfach vergiften, Leute. Mit Slimer. Genau. Also Mushas und Tagosso werden nicht wiederbelebt. Mal sehen, wie das funktioniert. Da kommt schon das erste Gengar. Ja, ich werde es jetzt... Ach Mist, das geht aber auch nicht. Er wechselt es ja sofort wieder. Blitz. Delegator. So, mal überlegen. Wie viel Blitz brauche ich noch? Ich brauche noch einen für Garados. Einen für Aerodactyl. Dragoran und die beiden Dragonier mache ich ohne Blitz fertig. Sandama habe ich keine Ahnung, wie ich besiegen soll bei Darius. Austos brauche ich einen Donnerblitz. Blitzer brauche ich keinen, das mache ich so fertig. Wunona bräuchte ich eigentlich Mushas, aber ich glaube, das wird nichts. Sandama brauche ich auch Mushas, ich glaube, das wird nichts. Oh Mann, hä. Mir fehlt ein richtig starkes Wasser-Pokémon jetzt gerade eigentlich. Was hat er noch? Simsala? Das schaffe ich mit Pikachu. Auch ohne Donnerblitz. Dann waren das jetzt Blitzer, Simsala, Sandama, Wulnona und Austos. Eines hat er noch. Was war das? Weiß ich nicht mehr. Aber selbst wenn ich dafür noch einen Blitz brauche, oder selbst zwei, muss ich mir 5 Blitz aufheben für die nächsten beiden Trainerkämpfe. Das heißt, ich könnte jetzt 6 Blitz hergeben. Dann mache ich jetzt einfach mal einen. Und ich mache jetzt nochmal einen. Boah. Wehe, du machst jetzt. Oh, geil, besiegt. Das erste Gänge besiegt, Leute.
Hat aber 3 Donnerblitz gekostet. Jetzt kommt Golbe. Ach nein, da wechsle ich gar nicht. Ach doch, Mist, ich hätte wechseln sollen. Egal. Donnerblitz. Ich hätte wechseln sollen. Oh, zum Glück. Hahaha.